Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und natürlich wird erst der Hund gestreichelt, wenn er denn will. Und dann checken wir mal eben, was liegt heute am Samstag so an. Oh, dann schauen wir mal. Oh, Amorhechte gefangen. Dingens da besucht, okay. Distanz mit einer Kutsche oder einem Wagen. Ja gut, das kann man ja schaffen. Füchse gehäutet. Okay. Mission für James Langton. Ah, weiß ich nicht. Perfekte Tierhäute verkauft. Ah ja, gut, das kriege ich hin. Die habe ich in der Tasche. So, der ungeliebte Kopfgeldjäger. Person lebendig fotografiert, abgeliefert und Spielerkopfgeld kassiert. Da ist es wieder, ne? 20 Kadaver in 10 Minuten. Perfekte Tierkadaver und eine Versorgung. Ne, zwei Versorgungsmissionen. Schnapsfläschchen finden, Landkarte benutzt und Pfeilspitzen gefunden. 2 Minuten lang mit der Band gespielt, eigenen selbstgebrannten getrunken. Ja, das kriege ich hin. Zähigkeitstonika, das machen wir gleich zuerst, dann läuft die Zeit. So, jetzt gucken wir erstmal hier, der Kompagnon. Sind ja Händlerwochen. Das heißt, wenn wir jetzt was spenden würden, würden wir es vermutlich gar nicht schaffen, denn das, selbst das, was wir spenden, ist, glaube ich, gefühlt doppelt so viel wert, ne, dann. Geht das nicht. Da müssen wir warten, bis der mehr abgearbeitet hat. Dann auf in die kalte Ecke. So, ich habe immer wieder ein koffeinhaltiges Heißgetränk dabei genommen. Hab's mir hier in meinem, wie nennen die Kinder es immer, Herrenzimmer schön gemütlich gemacht. So, was war denn beim Naturkundler noch? Legendäres Tier fotografiert. Ja, gut, dann. Kamera raus. Ich höre doch was. Ah, da sollten wir erst das Tarntonikum nehmen. Und da haben wir das Fragezeichen gesehen. Wo ist der? Kamera voll, egal. Der denn? Da ist es schon erledigt, da hat man eine drauf, auch wenn wir nicht gesehen haben. Oh, 28-Tage-Serie. Ja, fettig. Gab's richtig Asche und wieder mal eine Schatzkarte. So muss das sein. Jetzt noch das Hütchen runter. Wann friert denn der Kerl endlich mal? Jetzt friert er schon. Tja, Schatzkarte nimmt man immer, ne? Falsch. Da ist das Zähigkeitstonikum. Wenn wir hier mal im Checken, ob hier irgendwas rumliegt. Jawohl. Haben wir das auch schon mal fertig. Und bevor wir jetzt hier richtig Tiere jagen, sollten wir vielleicht mal zu Harriet und Nachschub kaufen. Aber ich habe ja noch Sammlerstücke offen. Das ist nicht schön hier. Da müssen wir nach hier. Ja, hier hin. Und dann darüber. Ich denke, das machen wir mal zuerst, oder?
damit der Kompagnon auch ordentlich arbeiten kann. Auf nach Rhodes. Oder machen wir uns wirklich... Ja, ich komme... bin noch nicht ganz wach. Oder ich bin schon wieder müde, ist viel schlimmer. Erst gearbeitet, dann einkaufen. Das ist ja auch, das mache ich ja gar nicht gerne. Meine Tochter war heute so nett mitzukommen, ne? Eigentlich wie jeden Samstag ist so ein bisschen betreutes Einkaufen für mich. Ne? Da kümmert sie sich freundlich um mich. Ah, da kann ich hier die Tiere heute verkaufen. Da kümmert sie sich immer so attig um mich. What's in your head? Bleib locker. Looking to sell your wares or buy some of the finest meat to ever grace this town? So, fünf Stück waren's. Someone knows how to field dress, I see. Haben wir das Gold auch schon kassiert. Oh, unbedingt das Pferd mal füttern. Dann hoffe ich, dass wir eine Versorgungsfahrt machen können. Sollen ja eh mit der Kutsche fahren. Irgendwas war hier. Da ist es. Zeige ich euch natürlich auch, wo es ist. Hier ist es. Da bin ich auch echt selten. Ne? Ah, das ist, gehört hier zu der Kräuterkenner-Nummer. So, das sollte das Pferd schaffen, oder? Dann ist es auch mal wieder richtig sauber. Wo habe ich denn mein schönes Hütchen hier? Was ist das? Ah, du musst stillstehen, um aufhören zu wechseln. Okay. Ich will auch nur das Hütchen aufsetzen. Ja, nee, das ist ja nicht so schön. Ja, das ist auch nicht schlecht. So, nehmen wir das mal. Oh, auf welcher Insel ist das jetzt hier? Ah, hier. Vermutlich irgendwie Gänse-Eier. Denn wir müssen wissen, wo die Madame ist. Oh. Ah. So viel zu 24 Stunden kein Tier getötet, ne? Aber wenn die schon mal platt sind, kann ich sie auch rupfen. Denn wir müssen wissen, wo die Madame ist. Wenn wir jetzt hier die Gänse und was weiß ich was Eier sammeln, dann... Habe ich da ruckzuck die Tasche voll. Das brauchen wir ja auch nicht, ne? Da hinten sind sie. Da für ein Viehzeug. Muss ich eigentlich heute Tiere wecken? Ich achte da. Ich kann es mir ja nicht merken, ne? Nee. Ja, dann. 24 Stunden lang kein Tier getötet. Ja. Dann packen wir mal lieber die Knarre weg hier. Und sammeln jetzt erstmal eben die Vogeleier ein. Und dann checken wir mal eben.
Da könnten wir ja zurück zur Schwarzbrennerei. Weiß ich gar nicht, kann man hier ein Lager aufschlagen? Nein. In der Story geht das, meine ich. So kann man doch entspannt in den Samstagabend starten, oder? So, wo wir gerade hier sind. Checken wir mal hier, ob hier die Pulle liegt. Manchmal sind hier auch zwei gesucht. Aha! Da sind sie. Ich hoffe, das sind zwei. Ne, heute ist es nur die eine. Sag mal, warum geht denn das jetzt nicht? So. Oh, shit. Shit! Ja, da haben wir doch eine Schnapsflasche. Oh my God, help! Na komm, jetzt packst du da drauf, Mensch. Und hier ist ja manchmal die Bulle. Heute natürlich nicht. Dann war lebendig fotografiert angesagt, ne? Ja, ja, Kamera voll, ist aber egal. Shit, I need some help here. Nein, ich wollte aufsteigen. Oder, es ist mir schon mal passiert, da hat mir das Pferd so eingepflastert. Ist ja hier irgendwo, oder? Oder habe ich mich jetzt komplett falsch orientiert? Oh, falsch, da muss ich raus. Hier, so. Wenn wir die Dame schon mal abliefern. Und wieder eins umgelegt, damit die uns nicht ersäuft, ne? Muss man kurze Wege wählen. Sonst kommt die da nämlich nicht lebendig an. Und dann gehen wir die eben in Rhodes ab. Hier wirklich beeilen. Sonst ertrinkt die auf dem Pferd. Oh, was haben wir da? Nächste Schnapsflasche. Ja, sehr gut. Mal nur noch eine. Ja, manchmal läuft's, ne? Wenn wir dann nachher am Lager auch noch eine flüchtige Person finden, können wir das auch eben erledigen. Achso, hier ein bisschen aufpassen, wenn man so lang unterwegs ist. Oh, oh, oh. Da kann die Dame sich auch befreien. Trotz des verstärkten Lassos.
oder man macht das mal eben so. Man kann die auch K.O. schlagen. Bevor die einem hier abhaut. Another stain on the reputation of this county, all set to be wiped clean. Throw him in the cell. Spend it in town. Wo wir gerade hier sind. Jetzt ist das Pferd aber nervös, ne? Warten wir mal eben die üblichen Stellen ab. Ob hier noch irgendwie Sammlerstücke... Da ist das nächste Sammlerstück. Und da beim Hehler ist ja auch manchmal was. Eine Schnellreise zu unserer Schwarzbrennerei. Da hört man schon. Und dann eine Straßensperre. Ja, das war mächtig geschickt. So, die Straßensperre sollten wir abräumen. Da haben wir die Chance. Was nehmen wir denn da? Da haben wir die Chance auf eine Schnapsflasche. Dann hätten wir das nämlich erledigt. Also, hauen wir uns mal eben was rein. Oh, da ist der Fuchs, den brauchen wir. Sag mal, ich wollte nur den Fuchs häuten. Okay, bisschen übermotiviert heute. Das Pferd retten wir gleich. So, jetzt rennen wir erst das Pferd. Heute noch mal fix den Fuchs. War doch Füchse heute, oder habe ich das falsch? Ich merke mir da sowas nicht. Armohechte, Ding jetzt gegen, jawohl. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Jungs hier eine Schnapsbrille dabei haben. Nee, aber Arznei. Ist natürlich besser als nichts. Ne? Aber eine Pulle fehlt uns noch. Tja. Sieht schlecht aus. Da ist der Wagen, da ist zumindest, glaube ich, eine Taschenuhr drauf. Und schwarzgebrannter.
Und das Pferd mal wieder füttern. Und ab zur Schwarzbrennerei. Aber irgendwie will er heute nicht. Dass wir da noch irgendwo eine Pulle finden. Dann sparen wir uns da die Karte. Was war denn bei Sammler überhaupt? Was sollten wir denn noch machen? Eine Pulle, Landkarten und Pfeilspitzen. Okay, gut. Dann machen wir ja einfach eine Karte für Pfeilspitzen auf. Trinken mal eben den eigenen Schwarzgebrannten. Cool wäre, wenn wir eine Lieferung da oben zu der Hütte hätten, ne? Das kann man doch bestimmt irgendwie nachgucken, oder? Wenn man weiß... Ne, jetzt erst den eigenen Schwarzgebrannten hier. Denn besser kann man an das Gold ja nicht drankommen. Wenn ich mir jetzt das Gesicht wasche, dann ist die Frage, eiert der immer noch bei der ersten Tour so komisch los? Ich bin gespannt. Naja, alles gut. So. Aber kann ich hier lesen? Ich kann die Mission nur starten. Ist doch nicht da oben. Ich nehme es mal trotzdem an. Hello, mon ami. Und hilft doch nichts. Müssen auch mal Geld verdienen hier. This batch is some of my very finest work, and we are setting some of our very finest prices, yes? So, you are not a driver, you are ja, ist ja gut jetzt. Carrying a precious child to market. And watch out for revenue agents. Du devrais peut-être l'accompagner. So. Blackwater, herkommen. Kamera. Ach, guck, wir sollten auch hier auch mit der Kutsche fahren. Wenn wir dann nachher noch die Versorgungsmission machen, dann kriegen wir diese Entfernung vielleicht auch mal zusammen. Oh, nee. Komm, vergiss es. Hab ich keinen Bock jetzt drauf. Da ziehen wir durch. Aber diesmal lasse ich mir den Wagen nicht sprengen. Das kann ich euch sagen. Ich habe da einmal zu lange gewartet. Weiß nicht mehr, bei welcher Folge das war. Da, genau. Haben die Jungs mir nämlich den Wagen gesprengt. Und dann war die Ladung hinüber.
nicht, den geht's. Er scheint auch keiner mehr. Jetzt können wir das in Ruhe abliefern. Und die Knete verdienen. Checken wir mal eben kurz da hinten, ob da jetzt noch eine Pulle liegt. Ah, die üblichen Verdächtigen hier. Jawohl. Hier sollte noch eine Pulle rumstehen. Da ist es. Dann haben wir die Sammleraufgabe auch erledigt. Wehgetan. Dann geht's jetzt zurück zur Schnapsbrennerei. Halleluja, das gibt's doch nicht. Also nochmal langsam. Dann geht's jetzt zurück zur Schnapsbrennerei. Links Pferd ist. Schmeißen wir mal eben eine neue Ladung an. Okay, das sind Kojoten, wir brauchen noch einen Fuchs. Pfeilspitzen. Ja, ja, den ignorieren wir auch. Was ist denn hier an den üblichen Stellen heute gar nichts? Im echten Leben könnte das kurz vor Genickbruch sein, ne? Ja, ich sehe das schon kommen. Mit einer Stunde komme ich heute nicht aus hier. Ist da etwa ein Grizzlybär? Also wir schmeißen deswegen eben jetzt direkt eine neue Maische an, weil wir vorhin die... Oh, man hört's. Weil wir vorhin die Straßensperre abgeräumt haben. Da sollten wir ja noch ein bisschen Rabatt bekommen. Da ist es $30. Statt 50. Oh, ja, hier können wir den karibischen Rum. Rum schon wieder direkt verbraten. Ja, ist die Frage, ob man hier überhaupt raus will, ne? Da kann ich nichts für. Ich lass mich nicht fressen. Ja, dann sammeln wir jetzt hier eben die Vogeleier ein. Öffnen dann... Na, das war schon wieder knapp.
Öffnen dann eine Karte. Für Pfeilspitzen. Eigentlich müssen wir heute auch noch eine Runde Story machen, ne? Wir brauchen ja dringend einen Panther für Arthur. Hier zwei Teile brauche, dann kann ich mir auch noch schönen Kaffee dabei holen, ne? Schadet ja auch nicht. So, hier sind die anderen Vogeleier. Und am Wochenende, da kann die Folge ja, denke ich, ruhig ein bisschen länger sein. So, 9 von 9. Alle Vogeleier gefunden, ja, toll. So, wo ist die Madame denn heute? Ah, super. Hier um die Ecke. Na gut, das müssen wir ja nicht markieren. Und dann hoffe ich mal. Pfeilspitzen, da ist es. Ja, das geht hier alles noch. Trotzdem checken wir natürlich mal hier. Boah, jetzt wird's aber richtig gut, ne? Minus 8 und richtig Regen. Checken wir natürlich trotzdem hier die üblichen Stellen. Hier ist manchmal ein Pflänzchen. Da ist es. Lassen wir uns ja auch nicht entgehen, oder? Knarre sollten wir mal dringend putzen hier. Ich würde sagen, so weit kann das doch gar nicht sein. So, wo war die nächste Stelle? Hier. Komm. Na, was ist das denn für die Idee? Warum geht das denn hier lang? Ja. Also, ich reite hier querfeldein, das kann ich euch so sagen. Das mache ich ja immer.
Dann müssen wir nachher sowieso noch zur Madame. Ich meine, ich habe da sowieso noch irgendwelche Sätze voll. Karten nachkaufen. In der Nähe von der Emerald Ranch. Aha! Versorgungsmission. Das machen wir dann zuerst. Dann kann er weiterarbeiten. So, jetzt müsste es aber mal gleich hier auftauchen, oder? Jetzt die Frage, ist das hier oben oder ist das da unten? Hier ist es. Okay, dann denke ich, geht's erst zurück. Und dann machen wir das hier nachher. Da können wir ja eine schnelle Reise hinmachen. Jetzt erstmal nach Hause. Außer... Ich finde jetzt hier noch einen Fuchs, denn ich meine, einen gehört zu haben. Das ist ein Waschbär. Stinktiere brauche ich jetzt auch nicht. Kojoten brauche ich auch nicht. Ach, was soll's. Wir werden schon noch einen finden. Dann machen wir jetzt erst eben die Versorgungsmission und dann denke ich, brauche ich heute sowieso zwei Teile. Da war der Fuchs, ne? Das gehört. Seht ihr das Rote da? Das riecht ja schon fast nach Wölfen. Aber wir müssen jetzt wirklich erst die Versorgungsmission fahren, das... Hilft ja nichts. Now you know how I am. I prefer to do things by the book. Ja, but there's auf jeden Fall. Business with some very attractive merchandise in stock. And should that fall into our possession, well, I think I'd be willing to bend my ethics just this once. The rest I leave to you. Ja, komm, hau rein. Mal eben erst die Knarre putzen hier. So, können wir da ja nicht aufräumen. Da sind die Wölfe. Da. Das macht uns aber jetzt mal gar nichts hier. Das Beste wäre, der wird mitkommen, ne? Ja, jetzt wird's fett nervös, das merkt man. Beste wäre, wir könnten ihn hinterherziehen. Dann kann der hier auf der Station aufräumen. Also, das Bärchenfell hier, das werden wir jetzt gleich los, wenn wir den Sack da klauen.
So, auch hier gebe ich euch einen Tipp. Keine Kompromisse. Hier würde ich jetzt auch nicht groß looten. Wenn euch da irgendeiner sieht, das gibt nur Theater. Gut, jetzt hätte man es gekonnt, ne, weil jetzt müssen wir eh drauf warten, dass der Zug vorbeifährt. Aber ganz ehrlich, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Nichts wie weg hier. Sag mal, was macht das Pferd heute? Schnell zurück zum Lager. Ich hatte gehofft, dass wir irgendwie eine Tour machen, wo wir einen Wagen klauen oder so, keine Ahnung. Dann hätten wir schon wieder eine Kutschfahrt dabei gehabt. So. Well done. Jetzt holen wir uns die nächste Pfeilspitze. Das gute Pferd. Da, Mann, habe ich gerade auch im rechten Ohr schon wieder irgendwelche Wölfe. Ja, dann. Ja, komm. Düsen wir mal eben hier zu Madame. Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke. Ja, 44 Minuten. Das schaffen wir ja eh nicht, ne? Brauchen wir ja zwei relativ lange Teile heute. Aber wie gesagt, es ist ja Wochenende. Und es gab ja gestern und ich meine vorgestern keinen Teil. Ne? Dann öffnen wir jetzt hier mal eine Karte. Ah, Fütterrohkarten, das geht doch mal fix eigentlich. Ja, welch ein Zufall. Ne? Da, da und da. Ja, super, oder? Die kriegen wir ja noch eben abgekaspert hier. Und dann kaspern wir die eben ab, kaufen dann erst, denke ich, die Karten nach. Da sieht man sie schon.
So, dann versuche ich wenigstens das noch schnell hinzukriegen. So, nix wie hin. Wir geben alles. Da hört man schon die Musik der Madame. Ich glaube, Story, das wäre heute noch was, oder? Mal gucken. Mann, das ist doch weiter, als ich dachte hier. So, wo ist die Karte hier? Ach, da. So, und dann hoffe ich mal, dass der Kompagnon gleich genug gearbeitet hat. Dann können wir da eben noch schnell die Tierkadaver raushauen. Oder wir machen es in der zweiten Folge. Mal gucken. So, jetzt checken wir mal eben, was müssen wir überhaupt noch machen? 5 Sachen. Also, sehe ich gerade Sonika, das können wir ja noch schaffen. Ne? Schwarzgebrannter, Runde gespielt. Kann man machen. Da brauchen wir nur eine Landkarte, auch mal sind wir auffällig. Das kriegen wir hin. Perfekte Tierkadaver. Ist da was? Das machen wir mal ganz entspannt in der nächsten Folge. Dann ziehe ich die nämlich auch so schön lang, oder? So, dann machen wir mal das, was wir am besten können. Nix. So, dann geht's jetzt ab ins Lager. Dann machen wir erstmal Schluss. Und dann machen wir den Rest einfach in der nächsten Folge. Wo sind wir jetzt hier? Bei ungefähr, ja, gute 50 Minuten. Dann könnte ich mal eben die Knarre auch noch putzen. Das geht ja alles noch. Jetzt gucken wir erstmal, wie weit ist er. Ja, da kann er noch schön basteln hier. Lieferung abholen. Was ich ja machen könnte, wäre eben, das ist viel einfacher, mal eben 2 Minuten bei der Band spielen. Mal zum Ende hin kann man sich das hier antun, ne? Das muss ja nicht mitten in der Folge sein.
Quatsch, Band spielen hier. Seems you've been putting us to shame. I ain't ready to live as good as spielen wir halt eine Runde Bass. Ah, ich finde, das passt doch am besten, oder? Zu mir. So, anfangen zu spielen mit der Band spielen. Für alle, die sich das natürlich nicht antun wollen, ich habe vollstes Verständnis. Sage vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun. Für alle, die dabei bleiben. Machen wir mal einen kleinen Kameraschwenk hier, oder? 2 Minuten mit der Band spielen. Einfacher kann man ans Gold ja nicht kommen. Und ich finde die Musik auch schön. Also ich finde, kann man sich ganz gut anhören, oder? Da ist die erste Minute schon rum. Ja, so ein Kunstgriff, oder? Ich finde ja, bei der Musik bekommt man Durst, oder? Das ja auch. Ich kann mir dann bei der nächsten Folge noch einen Kaffee dabei holen. Und ein bisschen Zocken nachholen. Hat ja die letzten 2 Tage nicht so gut geklappt, ne? Und schon ist es fertig. Und schon, ja. Alle Dude hier. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, und das ist selten, ich weiß, brauchen wir noch 4 Dinge. Jawohl, also wir könnten natürlich jetzt auf die Schnelle das Zähigkeitstonikum nehmen. Dann hier, Story-Mission hat wieder nichts. Klar, noch so ein Ding aufmachen sind 1, 2, ja, das wird aber nichts. Und dann hier die perfekten Kadaver und da müsste ich mich ein bisschen abhetzen. Und da sage ich, wie es ist. Das machen wir nicht. Ab geht's. Wie viel Zeit haben wir noch? Es sind ja eh nur noch 6 Minuten. Da könnte man jetzt wirklich Vollgas geben im Spenden und was nie alle. Jetzt gucken wir mal eben. Wir lassen ihn mal noch ein bisschen arbeiten. Oder machen wir gleich wirklich eine schöne, lange Folge. Obwohl ich glaube, hier die 2 Fälle, die könnte ich mal eben raushauen. Das wird ja nichts machen da oben. Nicht so viel, wie ihr seht. So. Für alle, die durchgehalten haben, vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank. Wir sehen uns bei der 2. Folge. Direkt im Anschluss lade ich die dann hoch. Und dann sage ich mal, vielen Dank. Und bis gleich.